Da wirst du auf jeden Fall Probleme bekommen. Schadstoffe und Mikroorganismen müssen raus aus dem Wasser. Ohne Wasser wirst du nicht überleben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank, Willi, dass du heute auch bei mir bist und zwar als Experte für Wasserfilter. Leute, ihr wisst, diesen September geht's los. Ich werde mich auf eine sehr, sehr lange, knallharte Tour begeben. Es wird zu Fuß gehen, es wird in südlichen Gefilden stattfinden und es wird knallhart eben sein, denn ich werde auch ausschließlich draußen sein. Draußen laufen, draußen schlafen, eben ausschließlich draußen. Und da ist natürlich das Allerwichtigste, dass ich immer wieder an Wasser komme. Frisches Wasser, sonst kannst du nicht überleben. Natürlich werde ich unterwegs auf Supermärkte stoßen, aber was ist, wenn ich mal wirklich keinen finde? Dann muss irgendwo Wasser her. Wie sieht's aus mit einem Bach? Wie sieht's aus mit einem Brunnen? Irgendeine Quelle? Kann ich da einfach das Wasser entnehmen und trinken? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Du warst schon in ganz Europa zu Fuß unterwegs, hast lange und viele Touren gemacht und hast tatsächlich schon aus sämtlichen Flüssen und Bächen und sonst irgendwas getrunken und eben teilweise mit Wasserfilter. Und darum geht's eben jetzt um deinen Ratschlag, deine Beratung. Was kann ich überhaupt trinken? Wovon soll ich die Finger lassen? Und wann macht ein Wasserfilter Sinn und vor allem jetzt in diesem Video, worauf sollte ich bei Wasserfiltern achten? Direkt konkret gefragt, hinter uns fließt ein Bach. Könnte ich aus dem Bach einfach Wasser entnehmen und eben das Wasser einfach so ungefiltert trinken? Ja, das Wasser, das muss trinkbar sein. Das heißt, wir dürfen davon nicht krank werden oder langanhaltende Schäden davon tragen. Das heißt, ich muss aus dem Wasser die Krankheitserreger rausbekommen und die Schadstoffe. Krankheitserreger können Bakterien sein zum Beispiel und Schadstoffe wie Pestizide oder Schwermetalle. Das heißt, Schwermetalle, Pestizide zum Beispiel durch Umweltverschmutzung wie Abgase zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Umliegende Äcker zum Beispiel, wo vielleicht Düngemittel und so weiter mit reinfließen. Richtig, da hat man Nitrateinträge, sowas, was in größeren Mengen gesundheitsschädlich ist. Oder eben, wie du schon gesagt hast, durch Autoabgase, das hat man eigentlich fast überall. Vor allem in Straßennähe natürlich, dass ich dann Einträge habe von den Abgasen. An der Grenze zwischen Ungarn und der Slowakei. Dort waren wir tatsächlich mal gezwungen, weil es nicht anders ging, Wasser direkt aus der Donau zu filtern. Und das haben wir dann auch hinterher getrunken. Und jedem ist es gut gegangen? Keiner hatte danach Durchfall und das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Also das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, zeigt von den von der Leistungsfähigkeit der Wasserfilter. Ja, und darauf soll es ja eben hinauslaufen. Bevor wir jetzt wirklich zu den Wasserfiltern gehen werden, uns diese im Detail auch die Funktionsweisen anschauen werden, haben wir entschieden, dass wir ein extra Video dazu machen werden. Und zwar, wie lese ich das Gelände richtig? Da bist du eben auch Experte, hast es schon unzählige Male gemacht. Wie erkenne ich überhaupt, ist es eine gute Wasserqualität oder eher nicht? Aber wie gesagt, der Themenkomplex dazu allein wäre jetzt zu groß. Deswegen, das Video kommt auch. Wir haben hier jetzt insgesamt, ich glaube, 4, 5 verschiedene Wasserfilter. Verschiedene Wasserfilter mit den gleichen, aber doch unterschiedlichen Funktionen. Auf was kommt es denn eigentlich an? Genau, wie gesagt, es kommt darauf an, Krankheitserreger wie Bakterien oder Schadstoffe wie Schwermetalle oder Pestizide aus dem Wasser rauszufiltern. Also alles, was gesundheitsschädlich ist, muss da raus. So, und dann haben wir eben zwei verschiedene Arten, die es so gibt. Der eine ist ein mechanischer Filter, der quasi ein, man kann sich das wie einen Keramikschwamm vorstellen. Winzig kleine Mikroporen, durch die das Wasser durchfließen muss, die dann wie ein Sieb die Schadstoffe zurückhalten. Okay, also einfach, genau, Prinzip Sieb. Alles, was größer ist als quasi die Durchlässe, bleibt hängen. Und alles, was kleiner ist, das ja, geht einfach durch. Wie sieht es denn eigentlich aus, jetzt, so wenn, hier, wenn ich mir verschiedene Wasserfilter anschaue? Da steht ja immer drauf, der filtert 99,9% irgendwas Bakterien und so weiter und so fort. Ja, die sind doch schon mini klein, die Bakterien eigentlich. Wie sieht es denn jetzt aus mit den wichtigen Mineralstoffen eigentlich im Wasser? Werden die dann auch hier rausgefiltert? Habe ich am Ende vielleicht destilliertes Wasser und verdurste dann doch wieder? Oder wie sieht es eigentlich aus? Nein, das ist tatsächlich nicht so, weil ein Bakterium ist ja ein Lebewesen
das aus sehr vielen Atomen bzw. Molekülen besteht, also vergleichsweise zu Mineralien, wie du sagst, sehr groß ist. Und ein Magnesium-Ion, das wir brauchen, oder Kalium-Ion, das ist quasi nur so groß wie ein Atom. Okay, also das heißt, winzig klein. Die gehen durch auf jeden Fall. Durch, ja. Aber eben das, was wir nicht drin haben wollen, Bakterien, Viren, das bleibt auf jeden Fall hängen. Wie sieht es jetzt aus mit so einem Filter? Jetzt hast du gesagt, eben Bakterien und so weiter, aber wie sieht es jetzt aus mit diesen Schwermetallen zum Beispiel? Ja, Schwermetalle filtert es eben auch nicht raus, weil die in der Regel eben auch auf atomarer Größe vorkommen. Das heißt, da brauche ich andere Funktionen, die mir das dann zurückhalten. Was mache ich dann, wenn der Filter zum Beispiel also nur diese Sachen rausfiltert, aber keine Schwermetalle? Dann muss ich zu Aktivkohlefiltern greifen. Haben wir hier auch einen liegen? Das ist der hier. Mhm. Der hat also eine Kartusche, die kann man auch entnehmen und tauschen, wenn sie verbraucht ist. Also die schraubt man hier einfach raus und setzt dann eine neue, die man dann extra kaufen kann, einfach wieder rein. Mhm. Und ja, dann kann man weiter filtern. Ja. Ja. Oder der hier, der da drüben liegt, der? Das ist auch genau ein Aktivkohlefilter, mhm, den man zum Beispiel mit dem Keramikfilter kombinieren könnte. Also hier ist so ein Schlauch dabei. Genau. Das heißt jetzt hier, wenn ich jetzt logisch überlege, ich müsste die verbinden sozusagen, das heißt, da filtere ich den groben Schmutz raus sozusagen und mit dem Aktivkohlefilter dann hinterhergeschaltet nochmal das noch feinere sozusagen. Habe ich das richtig verstanden? So könnte man das ungefähr erklären, genau. Okay. Mit welchen dieser Filter warst du jetzt schon quasi im scharfen Einsatz, nenne ich jetzt mal, unterwegs? Mit beiden. Und das habe ich einfach davon abhängig gemacht. Also der hier und der hier? Genau, ich hatte den Sawyer Mini dabei bei manchen Unternehmungen oder eben den Katadyn. Und das habe ich einfach vorher festgelegt, weil beide ihre Vor- und Nachteile haben. Der ist einfach schwerer. Der filtert mir zwar viel, hat viel höhere Filterleistung, aber er ist halt schwer. Das muss man vergleichsweise schwer gegenüber dem kleineren Modell. Und wenn ich also in Gegenden unterwegs bin, wo ich weiß, da gibt es überwiegend sauberes Wasser, wo ich das wirklich nur im äußersten Notfall brauche, beispielsweise in irgendwelchen Gebirgen, das heißt in den Alpen, in den Pyrenäen, in den Karpaten, da hatte ich den kleineren Keramikfilter dabei, weil da in der Regel die richtig krassen Schadstoffe nicht vorkommen. Was mir aufgefallen ist, dass im Handel sehr viele Wasserfilter gibt, die ja relativ günstig sind, aber was ich dann immer nie gelesen habe, ist Aktivkohle. Ja, jetzt hast du ja mir eben erzählt, es gibt diese Aktivkohle, ja, Filter, die man davor schalten kann. Wie wichtig ist denn überhaupt die Aktivkohle? Geht es nur mit oder könnte ich jetzt auch ohne Wasser quasi trinkbar machen? Also grundsätzlich geht das schon. Diese Keramikfilter, die sind gut. Die filtern dir zu einem sehr hohen Prozentsatz, also es ist nie 100%, aber die filtern dir die Krankheitserreger raus, eben die Bakterien zum Beispiel. So, und das gewährleistet schon mal, dass du keinen Magen-Darm bekommst. Ja. Aber die Giftstoffe, die so in der Umwelt so auch noch vorkommen, die künstlich erzeugt wurden durch den Menschen, also wie Pestizide oder eben PAKs, Schwermetalle bedingt, aber die bekomme ich dann mit der Aktivkohle raus. Das heißt jetzt, wenn ich akut wirklich Wasser brauche, dann würde mir so ein Keramikfilter zum Beispiel, ja, oder so ein normaler Filter reichen, um überhaupt erstmal zu überleben. Aber wenn ich jetzt dann tonnenweise das Wasser trinken würde, dann ist schon gut, wenn auch die Pestizide und so weiter mit rausgefiltert werden, dann eben mit Aktivkohle. Aber eben nochmal gesagt, zu einem hohen Prozentsatz, jawohl, erstmal, dass ich keinen Durchfall bekomme, reicht das aus, um das Wasser überhaupt erstmal trinkbar zu machen. Genau, das ist erstmal das Wichtigste. Nicht krank zu werden, aber auf Dauer sollte man das mit den Filtern nicht machen, weil man eben die Giftstoffe nicht rausbekommt. Das muss man einfach wissen. Die gehen durch und das bekomme ich nur mit der Aktivkohle weg. Zu einem gewissen Prozentsatz eben. Das ist auch immer nur eine Sache,
wo man sagen muss, okay, so und so viel Prozent filtern die raus, aber es rutscht dir eben immer mal einer durch. Das ist eben nie garantiert, dass du das alles rausbekommst. Ja. Jawohl. Da sind wir schon am Ende angelangt. Wir gehen jetzt noch mal kurz auf die Funktion ein, aber die ist eigentlich logisch, einfach Wasser anschließen und trinken. Ja, bei dem zum Beispiel sagt der Hersteller, einfach in den Bach reinhalten und Flöte spielen, also einfach draus trinken. Aber es gibt auch sehr viele Filter, und das finde ich ziemlich cool, wo du handelsübliche PET-Flaschen benutzen kannst. Das heißt, einfach aufschrauben und dann passt das eben hier wirklich schon drauf. So, hält. Siehst du, kommt Wasser durch, also kannst du dich auch einfach ansetzen und dann leer trinken. Ich wusste, dass das kommt. So sind wir nun am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, Willi, dass du wieder mal deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, uns an deinem Wissensschatz teilhaben lässt. Wir freuen uns aufs nächste Video mit dir. Und in diesem Sinne sage ich, ich freue mich auf September, auf mein riesen Outdoor, krasses Mega-Event. Übrigens, ich werde nur 2 Unterhosen in Summe dabei haben und es wird mehr als 2 Tage gehen, Leute. Das kann ich euch schon mal verraten. Aber mehr wird erst im August verraten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Flacco und der Willi. Ciao!